Mit dem Dorf Sedrun am Fuß vom Oberalpass sind wir eingerichtet für die 6. Etappe von der Tour de Suisse 2021. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ja, es ist eigentlich ein Katzensprung, wenn man denkt, was die Fahrer heute absolvieren. Also rein luftlinientechnisch. Sie starten in Andermatt und landen dann eben in Sedrun. Es ist aber gar kein Katzensprung, wenn man bedenkt, dass sie unterwegs gerade der Gotthard und der Lukmanier müssen mitnehmen. Das wird also eine ganz zünftige Angelegenheit. Wir sind hier in Sedrun und im Hintergrund sieht man das Kirchli und das passt eigentlich thematisch recht gut. Wir bekommen nämlich heute hier auf der Bühne geistliche Unterstützung vom Bruder Martin. Er ist Teil des Klosters Disentis, das ist eine Nachbargemeinde, ein Kloster mit ganz einer langen Tradition. Und mein Kollege Sven Dalle Palme hat heute Morgen ganz, ganz früh müssen aufstehen, damit er beim Tagesanfang vom Bruder Martin konnte dabei sein. Es ist 5:30 Uhr morgens. Herr, öffne meine Lippen. Noch vor der ersten Messe findet sich die Benediktinergemeinschaft in der Klosterkirche Disentis und singt die ersten Psalmen. Mit dabei Bruder Martin. 5-mal am Tag betet er mit seinen Mitbrüdern. Nach seinem Entscheid, er lehrt seinen Weg die Gebeugten, alle Pfade des Herrn. Er erfüllt gleichzeitig aber auch Tätigkeiten rund um das 1400-jährige Kloster. Eine davon, der Unterricht am klostereigenen Gymnasium. Es ist ein besonderer Tag für Bruder Martins Schüler, denn heute finden die Matura-Prüfungen statt. Aber wir haben jetzt einen Unterricht. Eigentlich. Ah, die sind dritte. Auch für den Mönch eine Ausnahmesituation. Seit 2006 ist er im Kloster Disentis und leitet die Lektionen im Religionsunterricht. Sehr gut, bitte. Nach einem aufreibenden Morgen hat der gebürtige Berner kurz Zeit, um durchzuatmen. Ja. Neben seinen Tätigkeiten in und um das Kloster ist Bruder Martin vor allem aus einem Grund bei seinen Mitbrüdern bekannt. Bruder Martin ist unser Velofahrer. Das ist absolute Spitze. Ob auch das E-Bike zur absoluten Spitze zählt, darüber ist sich die Benediktinergemeinschaft uneinig. Ehrlicher Radler, der fährt mit Muskelkraft. Und zwar reiner Muskelkraft. Und der Bruder Martin? Oh, ja, das ist ja nur eine Unterstützung. Er hat einen guten Willen, er möchte ja etwas trainieren. Doch zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Lasset uns beten. Denn zur Mittagspause wird Bruder Martin in der Kantine erwartet. Guten Appetit. Im Internat des Klosters unterstützt er die Küchenmitarbeitenden bei der Essensausgabe. Nice. Danke für bitte. Das ist gut. Nach getaner Arbeit, dann ist es Zeit für das Vergnügen. Und der radelnde Mönch macht sich auf den Weg an die Tour de Suisse nach Sedrun. Er ist Religionslehrer, er ist Bruder am Kloster Disentis und er ist ein grosser Velonar und hat sich natürlich nicht gelassen. Nein, ihr habt es gehört, er war tatsächlich mit dem Velo unterwegs gewesen, von Disentis auf Sedrun und nicht etwa mit Motor, sondern eben ohne. Und wir sehen hier die letzten paar Meter noch abfahren. Ich freue mich jetzt, ihn gerade hier im Studio können herzlich willkommen zu heißen. Standesgemäss in seiner Kutte, doch unter, hinter dem Studio durch. Bruder Martin, Teil des Benediktinerklosters in Disentis mit ganz einer langen, 1400-jährigen Tradition. Da strahlt er. Gross geschwitzt hat er nicht. Das ist euch ein Plätzchen. Hallo und herzlich willkommen, Bruder Martin. Danke vielmals. Geschwitzt habe ich vorher. Ja, genau. Die letzten paar Meter, das ist natürlich so fürs Fernsehen, die haben wir nachgestellt. Aber zum ganz präzise sein, ihr seid tatsächlich ohne Motor hier gefahren? Ja, das habe ich plötzlich gemerkt, dass das eigentlich für mich das Ziel ist. Seid ihr denn noch viel auf dem Velo? Also ich habe das Mountainbiken wirklich eigentlich in dieser Zeit, seitdem dass ich seit 15 Jahren im Kloster bin,
kennengelernt, weil damals war das alte Velo abgelegen und das neue, habe ich gesagt, soll ich eins kaufen, und dann habe ich ein Occasion. Und das gibt es noch, aber mittlerweile haben wir mal ein Fulli geschenkt bekommen, ein Occasion und so. Und dann nachher... Ja, ich komme draus, ein Fulli hat er geschenkt ja, bekommen. Ja, einfach eben vor- und Hinterfederung. Oder? Ja, ja, ja. Und das andere hat nur Hinterfederung gehabt und dann habe ich gemerkt, ja, also mit Vorfederung, das ist so genial. Da die Waldwege ab. Also das ist der richtige Freak geworden sozusagen vom Mountainbike. Es ist wirklich, ich tue vielfach, wenn es so heisst, Steckbrief, Hobby und so weiter, dann ist Biken und Skitouren, wo ich eigentlich das Ziel habe, eine pro Jahr zu machen, aber das Mal bin ich mehr am Freeriden gewesen. Und das andere ist noch Fotografieren, aber das habe ich auch erst eigentlich richtig, ist zu einer Passion eigentlich geworden, seitdem dass ich im Kloster bin. Das ist mir einfach mal gesagt worden, komm, jetzt musst du den Fotoapparat Spielreflex in die Hand nehmen. Und so das draussen sein und jetzt gerade auf dem Velo sein, kann man das vielleicht sogar mit einer spirituellen Erfahrung, mit einem spirituellen Erlebnis vergleichen? Für mich gehört beides zusammen. Die Schöpfung, absolut, oder? Gottes Schöpfung, so wie unser Verständnis ist. Und gleichzeitig immer wieder zusammenkommen als Christen. Der Christ ist nicht einer, der allein durch dich und dünn, sondern dort ist die Gemeinschaft immer wichtig. Und die Nahrung vom Wort Gottes, die Bibel, wo wir ja insgesamt sind es etwa 2,5 Stunden pro Tag, wo wir innerhalb von 5 Mal zusammenkommen für das gemeinschaftliche Gebet. Normalerweise singen wir Psalmen. Und das steht immer sehr früh vom Morgen, oder? Ja, immer. Also eigentlich, wenn ich nicht Ferien habe, dann ist es vor der Nacht. 20 vor 8 ist eigentlich der späteste Termin. Am Sonntag fährt es erst mit der Laudes um 8 Uhr. Aber um 5:30 Uhr betet das erste Mal, oder? Das genau. Immer so. Also heute ist das ja auch so gewesen. Ja. Das ist eigentlich, also es ist Montag am Morgen bis und mit Samstag am Morgen ist um 5:30 Uhr. Und ich, als ich bei 3 Wochen Gast war, im 06 im Frühling, habe ich eigentlich, weil ich weiss, dass ich nicht ein Frühaufsteher bin, eigentlich gestaunt, dass ich nie verschlafen habe. Und dann habe ich wie gefunden, ja, es wäre ja anscheinend möglich. Und ich weiss jetzt auch von anderen Benediktinern, die sagen, ich bin der Weg nicht ein Lerche geworden, ich bin kein Frühaufsteher geworden, aber es geht. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ihr habt gesagt, ihr seid 06, also ihr habt quasi mal geschnuppert und seid dann nachher auch eingetreten, seit 15 Jahren seid ihr dabei. Ja. Warum eigentlich? Also, ich würde sagen, schlussendlich habe ich das Gefühl, dass ich jetzt Benediktiner geworden bin, wo ich nämlich gar nie werden wollte, weil ich bei Zeinsel im Internat war, Benediktinerkloster. Und ich habe mir nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt Zeinsel Benediktiner werden. Aber es hat mir geholfen, zu merken, Studienrichtungen, Theologie könnte etwas sein. Das ist mehr so ein Interesse, das ich dann nachher gefunden habe, es könnte auch zu einem Beruf werden, noch ohne zu wissen, was ich dann nachher mitmache. Also das Gefühl gehabt, also für mich ist das Bild aber so mit offenen Toren das Studium anzufangen. Es wäre auch noch Medizin oder Psychologie gewesen, aber Psychologie war völlig überfüllt gewesen. Medizin habe ich mir auch intellektuell nicht zugetraut. Und Veloprofi? Das hat zum Beispiel ein Mitbruder von mir, der ist Radfahrer, Militär Radfahrersoldat gewesen. Also das wäre jetzt bei ihm vielleicht eher. Nein, das habe ich mir sowieso. Also Sport ist etwas, was ich sehr gerne mache und so weiter. Eben, jetzt hat er das Visio vor der Haustür, 3 Tage lang. Ja. Was ist die Faszination, die so Velorennen auf euch ausüben? Also ich bin einfach beeindruckt, was Menschen, die Leistungssport machen, was die mit welcher Intensität, dass die wirklich dran sein können. Und ich habe eine Ahnung davon. Mein Bruder ist Musiker, der eine. Und der hat im Konzi und so, bevor er im Konzi angenommen werden konnte, während einem Jahr mindestens irgendwie etwa 6 Stunden Cello geübt. Und da habe ich ihm immer wieder gesagt, ich glaube, das ist eine Lebensschule. Mhm. Und für mich ist Leistungssport, eben, es gibt auch noch Verletzungen und so weiter, das ist klar. Aber es ist von mir aus gesehen eine Lebensschule, weil man einfach dranbleiben kann und voll auf eine Karte setzen kann. Die Lebensschule durchgemacht hat Sven Montgomery. Ist es gewöhnt, Hochleistung zu zeigen. Früher beim Velofahren, heute am Mikrofon. Willkommen zurück zu uns, bei uns im Studio. Danke. Cello, wäre das auch mal noch etwas gewesen für dich? Also meine Eltern sind ja beide Berufsmusiker, aber das Talent ist mir nicht weitergegeben worden. Und ins Kloster gehen, wäre das ein Thema gewesen? Hättest du dir das vorstellen können?
Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, glaube ich auch eher nicht. Ich bin auch nicht früh aufstehen, ich bin eher eine Nachteule. Und ich tue gerne das Leben auf eine andere Art genießen. Das würde ich so beziffern. Und einmal eine Woche eintreten, um wie runterzufahren, ist also das willkommen. Das Thema? Das könnte irgendwann mal zu einem Thema werden. Momentan muss ich nicht runterfahren. Mir geht es eigentlich soweit sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit meiner jetzigen Situation. Also es läuft alles rund und darum brauche ich gar kein Runterfahren. Schön, das ist super. Da bin ich dich ein bisschen drum. Ja. Kommen wir zurück zum Velorennen. Und man weiss zuerst noch ein bisschen in dem gestern nachen Halle. Das war ein fantastischer Schluss gewesen. Der Schlusssprint, wo am Schluss nachher der Richard Carapaz die Etappe gewinnen konnte. Er macht das unglaublich geschickt.